Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Mein Name ist Paulina und willkommen auf meinem Kanal. Ich habe heute ein Video für euch, wo ich euch 33 Ideen vorschlage, die ihr während der Selbstquarantäne machen könnt oder während dem Social Distancing. Es ist ja aktuell wichtig, dass wir soziale Kontakte auf unser Minimum beschränken und da ist man meistens viel zu Hause. Und ich habe mir ein paar Ideen zusammengesucht, die ich persönlich sehr cool finde, die man eben genau während dieser Zeit machen kann, die man vielleicht auch lange nicht mehr gemacht hat. Also ich würde sagen, wir fangen direkt an. So, mein erster Vorschlag ist es, eine neue Sprache zu lernen, indem ihr zum Beispiel über Apps oder Webseiten oder irgendeine Serie, die ihr gerne mögt, euch diese neue Sprache aneignet. Mein zweiter Vorschlag ist Bücher. Jeder von uns hat bestimmt Bücher zu Hause, die er gerne nochmal lesen würde oder vielleicht auch noch gar nicht gelesen hat. Und jetzt ist die Zeit, diese Dinge auch mal zu tun. Man kann natürlich auch einfach was komplett Neues lernen. Wenn ihr zum Beispiel schon lange eigentlich einen Spagat können wollt, habt ihr jetzt die Möglichkeit, das täglich zu üben und täglich darin Zeit zu investieren. Zimmer umstellen ist auch eine Sache, die man häufig hat man die Idee und möchte es gerne machen, aber man hat einfach nicht die Zeit, es umzusetzen. Und das ist jetzt aber nicht der Fall. Wenn ihr schon immer mal kochen oder backen lernen wolltet oder auch einfach mal irgendwas, ein neues Rezept ausprobieren wollt, könnt ihr das jetzt am besten tun und vielleicht dann auch eure Familie bekochen. Was man auch machen kann, ist seine Watchlist abarbeiten. Ihr habt bestimmt wie ich eine etlich lange Liste bei Netflix mit Filmen und Serien, die ihr gerne mal gucken wolltet, aber greift immer wieder zur selben Serie. Wenn ja, dann ist es jetzt Zeit dafür. Wenn euch langweilig ist, setzt euch doch einfach mal mit einem Stift und einem Papier hin und malt mal wieder oder zeichnet etwas oder malt Mandalas aus. Einfach ein bisschen kreativ werden. Wenn euch die Bewegung fehlt, ist es natürlich auch wichtig, ein Homeworkout zu machen. Es gibt auf YouTube etliche Homeworkouts, die man machen kann, mit Equipment, ohne Equipment oder ihr bastelt euch euer Equipment aus irgendwelchen Alltagsgegenständen zusammen. Das macht nämlich echt unglaublich viel Spaß. Eine Sache, die wahrscheinlich jedes Mädchen öfter machen sollte, da bin ich mir sicher, und zwar Pinsel waschen. Das muss ich nämlich auch noch tun. Seit gefühlt 3 Monaten. Wenn ihr mal wieder das Gefühl habt, ihr wisst gar nicht, was ihr anziehen sollt, dann sortiert doch jetzt mal euren Kleiderschrank aus oder eure Schublade und Kommoden und guckt, was ihr eigentlich immer noch braucht und was ihr eigentlich auch alles so da habt. Das weiß man ja häufig gar nicht mehr. Eine Sache, die ich persönlich schon seit wirklich Monaten vorhabe, ist mal meine weißen Schuhe zu putzen, weil sie einfach nicht mehr weiß sind. Ja, jetzt ist die Zeit dafür. Um in der Selbstquarantäne die richtige Musik zu hören, ist es jetzt natürlich auch an der Zeit, sich eine eigene Playlist zu erstellen und nicht immer nur die Playlist von irgendwelchen fremden Leuten zu hören, sondern wirklich eine, die auf euch abgestimmt ist. Man darf natürlich auch nicht vergessen, in dieser Zeit ein bisschen Me-Time und Self-Care zu machen, wo man sich meistens wahrscheinlich nicht mehr genug Zeit für nimmt. Haut eine Maske auf euer Gesicht oder entspannt einfach mal in der Badewanne. Wer gerne etwas ein Neues lernen möchte oder einfach eine Geschichte hören möchte, kann ja auch einfach ein Hörbuch hören oder einen Podcast. Ich schreibe euch hier irgendwo mal hin, welche Podcasts ich persönlich sehr gerne höre, obwohl das wahrscheinlich eher die typischen Podcasts sind, aber vielleicht inspirieren sie euch trotzdem. Eine Sache, die ihr auch machen könnt, sind Gesellschaftsspiele spielen. Insofern natürlich eure Eltern oder irgendwie euer Partner mit in der Selbstquarantäne sitzt. Ansonsten wird das ein bisschen langweilig. Genau jetzt ist es auch perfekt, wenn ihr euren Balkon oder eure Terrasse, wenn ihr sie habt, herrichtet, damit ihr euch schön raussetzen könnt und, mein nächster Tipp, die Sonne genießen könnt. Aktuell ist zumindest noch richtig, richtig gutes Wetter und ich persönlich habe schon wieder richtig viele Sommersprossen bekommen, weil ich eben genau das gemacht habe. Ich habe mich raus in die Sonne geheult und einfach mal nichts getan und mein 18. Tipp ist es, neue Outfits oder auch neue Make-ups auszuprobieren. Also Dinge, die ihr zum Beispiel gerne lange mal ausprobieren wollt. Oder kombiniert einfach mal Teile in eurem Schrank, die ihr sonst nie so kombiniert hättet und guckt mal, was dabei rauskommt. Lasst doch mal eure Haare ausfetten. Vor allem die Mädels unter uns oder die Leute mit langen Haaren, besser gesagt.
Es ist so ätzend, wenn man sich ständig die Haare waschen muss, weil sie am nächsten Tag schon wieder fettig sind. Genau jetzt interessiert es keinen, wie eure Haare aussehen und ihr müsst eigentlich nur raus, um mal irgendwie den Müll rauszubringen oder einkaufen zu gehen. Und dabei interessiert es wirklich niemanden, wie eure Haare aussehen. Also nutzt die Chance und fettet eure Haare aus. Ihr könnt auch bei Online-Umfragen mitmachen. Da gibt es ja heutzutage viele Webseiten, wo man damit auch Geld verdient. Und somit verdient ihr euch vielleicht auch ein bisschen Taschengeld dazu. Ordnet doch mal wieder euren Laptop. Ich habe ganz viele Freunde, bei denen sieht es ganz unordentlich aus. Und mit einem geordneten Laptop arbeitet es sich einfach besser. Macht doch mal wieder eine Maniküre oder auch eine Pediküre. Es tut euren Füßen gut, es tut euren Händen gut und man kann dabei einfach auch richtig entspannen. Da ja Social Distancing nicht heißt, dass Beziehungen oder Familie oder Freunde gecancelt sind, ruft eure Freunde doch einfach mal an oder checkt mal bei der Oma ab, wie die gerade ihre Selbstquarantäne verbringt. Überlegt euch Routinen oder Dinge, die ihr gerne machen wollt. Wenn ihr zum Beispiel euch aneignen wollt, jeden Tag einen Liter Wasser zu trinken, ist jetzt die perfekte Zeit, weil man jetzt sagt, dass man circa 3 Wochen braucht und ihr werdet jetzt vielleicht nicht 3 Wochen in Selbstquarantäne sitzen, wer weiß. Aber dennoch könnt ihr jetzt damit anfangen, zum Beispiel jeden Morgen nach dem Aufstehen Oil Pulling zu machen oder einen Liter Wasser zu trinken oder jeden Tag vorm Schlafengehen 10 Minuten Yoga zu machen. Mein nächster Tipp ist, stellt euch mal die Frage, wer bin ich, wenn ich alleine bin? Reflektiert eure Taten, reflektiert euch selbst und versucht einfach so ein bisschen euch selber mehr zu verstehen. Man versteht dann teilweise, finde ich, auch besser, warum man in manchen Situationen so handelt, wenn man sich eben mehr mit sich selbst beschäftigt. Und jetzt hat man einfach die Zeit dazu und es tut auch wirklich gut. Schon immer mal eine Instagram-Page haben wollte mit nur Gedichten oder einfach so eine Instagram-Page haben wollte oder Soundcloud-Lieder oder Spotify-Lieder hochladen wollte. Jetzt habt ihr die Zeit dazu. Setzt euch hin, schreibt Songs, schreibt Gedichte, schreibt Texte, beschreibt euer eigenes Buch oder werdet etwas kreativ mit eurer Leidenschaft. Klar geht das nicht mit jeder Leidenschaft, weil, keine Ahnung, wenn ihr jetzt eigentlich gerne Flashmobs macht, dann wird das aktuell nicht funktionieren, aber es gibt bestimmt auch Leidenschaften, die ihr habt, die ihr jetzt verfolgen könnt und mit denen ihr vielleicht auch eine Karriere euch irgendwann vorstellen könnt. Puzzelt mal wieder. Ich persönlich liebe Puzzle einfach so sehr und habe das auch früher immer gemacht, wenn ich krank war und auch nicht raus konnte. Und Puzzle sind einfach sehr entspannt. Man beschäftigt sich einfach nur mit dem Puzzle und es ist meistens auch echt nicht kompliziert. Macht doch mal ein Fotoshooting zu Hause. Ihr habt gerade sowieso nicht die Möglichkeit, großartig rauszugehen. Und dann macht doch mal ein Fotoshooting zum Beispiel im Bett oder auf der Terrasse oder im Bad. Macht ein paar Bilder, macht ein paar Selfies und postet sie meinetwegen auch sehr gerne auf Instagram. Wenn wir schon bei Bildern sind, sortiert doch mal eure Bilder auf dem Handy oder eure ausgedruckten Bilder einfach aus. Man hat meistens so viele Screenshots von irgendwelchen Bahnfahrten oder irgendwelche Textnachrichten, die man gescreenshottet hat, die aber inzwischen total irrelevant sind. Einfach mal löschen, einfach mal dem Handyspeicher wieder ein bisschen Platz geben, um dann ja das Fotoshooting zum Beispiel auf dem Handy zu haben. Oder guckt euch einfach mal Erinnerungen an, guckt euch alte Videos an von dem Konzert, auf dem ihr vor 3 Jahren wart und gefühlt das ganze Konzert aufgenommen habt, aber nie mehr wirklich die Zeit hattet, das Konzert anzugucken, weil wann denn auch? Jetzt könnt ihr die Möglichkeit haben, in euren Konzert- oder Urlaubserinnerungen zu schwelgen oder einfach Bilder mit den Großeltern anzugucken, also wo die Großeltern drauf sind, nicht mit den Großeltern bitte. Ja, nehmt euch einfach die Zeit dafür, einfach mal wieder in Erinnerungen zu schwelgen. Oder macht einfach eine private Party. Damit meine ich nicht, dass ihr Leute einladet zu euch, weil das ist nicht der Sinn von Social Distancing, sondern feiert doch einfach mal alleine. Dreht die Musik auf oder macht euch die Kopfhörer rein und tanzt oder hört einfach mal das komplette Album eurer Lieblingsband wieder. Es tut so gut zu tanzen, das kann ich euch versprechen. Und mein 33. Punkt und auch die letzte Sache ist, macht den Frühjahrsputz. Jetzt hat man die Zeit, wirklich mal alles aus den Regalen zu holen und alles durchzuwischen. Und ihr fühlt euch danach gut, weil ihr in einer gesunden und sauberen Wohnung sitzt und alles schön clean ist. Und man vielleicht auch, wie vorher schon erwähnt, schon was aussortieren konnte und einfach ein bisschen leichter sich fühlt. Ich hoffe, euch haben meine Tipps gefallen. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr bleibt gesund.
und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich natürlich auch immer, wenn ihr meine Videos teilt und den Videos einen Daumen nach oben gebt. Bye, bye.